Hi, ich bin der Colin, das ist Lilien Inside und ich blicke für euch hinter die Kulissen unserer 98er. Hi Colin, freut mich. Ja, warum rein? So, ja, herzlich willkommen, Michael Stegmeier. Schön, dass du es geschafft hast hier am Vogue. Wir sind hier im Vogue's Café am ganz herrlichen Spätsommertag. Und du bist kein Unbekannter hier in Darmstadt, bist seit Sommer 2012 bei den Lilien bei Darmstadt 98 dabei. Ja. Allerdings seit diesem Sommer in neuer Funktion. Nicht mehr als Spieler, sondern als Teammanager, der sich also rund um das Organisatorische, rund um das Team kümmert. Kannst du das mal beschreiben, was denn so deine Aufgaben sind? Ja, erstmal ist natürlich alles für mich auch gerade ganz neu. Ich habe mich zwar in der letzten Saison schon ein bisschen einarbeiten können in der Rückrunde, aber mache das jetzt seit diesem Sommer, seit dieser Saison komplett. Und gibt viele Dinge. Ne? Am Anfang der Saison ging es dann los mit Planung der Testspiele, Aussuchen der Testspielgegner. Dann ging es weiter, das Trainingslager musste organisiert werden. Wo fahren wir hin? Wie kommen wir dahin? Wie sind die Gegebenheiten vor Ort, Zimmereinteilung und so weiter. Also das komplette Trainingslager dann, die Organisation. Und dann natürlich, wenn jetzt die Saison läuft mit den Spielen, dann einfach die Planung der Auswärtsfahrten, das heißt Hotel aussuchen, die Planung der Reisen. Das sind so ein grober Überblick der Dinge, die ich bisher gemacht habe und die so zu meinem Aufgabengebiet gehören. Ja, Michael, dann habe ich noch was für dich. Und zwar, guck dir doch mal bitte dieses Foto an. Lass mal einen kurzen Moment wirken. Weißt du, wann das war? Ja, natürlich. Das war am letzten Spieltag von der Saison 2012-2013 gegen Stuttgarter Kickers. Und das müsste, wann haben wir da gespielt? 14 Uhr, müsste irgendwann 15.45 Uhr gewesen sein, 15.50 Uhr. Ja, da war der sportliche Abstieg besiegelt und ganz klar, das war der bitterste Moment, den ich hier in Darmstadt hatte. Zuerst ging alles, in dem Sommer dachte man, ist alles vorbei und dann nur durch den berühmten grünen Tisch, da, dass wir dann in der Liga geblieben sind, war schon der Hammer und ja, ich glaube, das sollte sich auch jeder Lilien-Fan oder jeder hier in Darmstadt immer wieder in Erinnerung rufen, von wo wir herkommen und wo der Verein herkommt, noch ein paar Jahre vorher, ne, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Sachen nicht vergisst bei all dem Erfolg, den wir die letzten Jahre hatten. Und das soll auch jeder genießen, aber trotzdem immer schauen, dass es auch andere Jahre hier schon gab. Ja, das Hinspiel der Relegation gegen Arminia Bielefeld. Zu Hause 1-3. Zum Glück ist Milan Ivana ja das Tor gelungen, sodass immerhin 1-3 war ja zum 1-2 und dann fiel das 1-3. Ja. Trotzdem wurden etliche 100 Karten zurückgegeben. Hand aufs Herz. Hast du nach diesem 1-3 noch an diese Mini-Chance geglaubt? Oder hättest du als Zuschauer vielleicht auch deine Karte zurückgegeben, wärst nicht nach Bielefeld gefahren? Also direkt am Freitagabend hätte ich sie zerrissen. Ja? Ja, weil da waren wir alle einfach komplett leer. Also da war die Enttäuschung so groß und da war was klar, okay, wir schaffen das nicht. Aber ich bin dann am Samstagvormittag, sind wir zum Training gekommen alle und dann hat Dirk Schuster gesagt, komm, heute macht was ihr wollt, geht spazieren, legt euch einfach hin, trinkt ein Bier, macht was ihr wollt. Und dann bin ich mit Jan Zimmermann und Aytaç Sulu sind wir zusammen spazieren gegangen im Wald. Und wir haben, glaube ich, 10 Minuten kein Wort miteinander gesprochen, sind einfach nur spazieren gegangen. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war es sogar, der dann gesagt hat, irgendwann, ja, okay, es geht nur so bei uns, es geht nur durch irgendwas Außergewöhnliches, normal geht bei uns nicht. Und dann ist so haben wir drüber gesprochen und dann sind wir dann zurück auf dem Rückweg dann gesagt, okay, wir gehen das an, wir schaffen das. Und dann ist wirklich
der Gedanke da wirklich gereift, wir können es schaffen, wir werden es schaffen. Und das war, so sind wir dann auch nach Bielefeld gefahren. Nach außen natürlich nicht, nur intern. Aber wir sind auf jeden Fall dahin gefahren, um das dann wahrzumachen, was wir dann wahrgemacht haben. Ja, dann der anstehende Umbau vom Böllenfalltor. Im Umfeld ja, heiß diskutiert, als das rauskam, dass dann in den beiden Kurven das Hintertortribünen kommen werden. Ja. Ich meine, du hast viele Spiele dort absolviert, hast jetzt eben angesprochen, sind besondere Gegebenheiten, die in ganz Fußball-Deutschland von den Fans geschätzt werden. Was glaubst du, wird sich dann dieses Problem ändern, dass die Stimmung besser koordiniert wird, dass es sich verbessert? Ich glaube, wir haben, seitdem ich hier bin, habe ich schon viele Debatten, viele Diskussionen zu diesem Thema gehört und auch selber geführt. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, das Thema Stadion. Aber dieser Schritt, der jetzt gegangen wird, ist einfach notwendig, um zu garantieren, dass wir einfach an diesem Standort weiter erstmal weiter Erst- und Zweitliga-Fußball zeigen können. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Und eben, ob die Stimmung oder wie sich die Stimmung verändert, wird man dann sehen. Ich glaube nicht, dass sie schlechter wird oder dass die Tribünen weniger angenommen werden. Natürlich kann ich jeden nachvollziehen, der seit 10, 20 Jahren dort seinen fest angestammten Platz in der Südkurve hat und jetzt dort nicht mehr stehen kann, weil er auf die Tribüne muss, kann ich auch verstehen, ist ganz klar. Aber es müssen sich alle irgendwo weiterentwickeln, der Verein muss sich weiterentwickeln und das Stadion muss sich weiterentwickeln und eben dann auch die Fans. So, und als Geschenk habe ich auch noch was für dich, haben wir auch noch was für dich. Ja. Und zwar eine Tasse mit dem Lilien Insight Logo, so dass du dich hoffentlich positiv und schön hier an diesen Tag vom Burg und dieses Gespräch erinnerst. Auf jeden Fall, Dankeschön. So, das war's auch schon mit der ersten Folge von Lilien Insight. Das nächste Mal geht's bei uns um die Wascht. Da treffe ich mich nämlich mit Moni und Maria und ich wette, die meisten von euch kennen die beiden. Moni und Maria arbeiten nämlich schon seit über 15 Jahren bei jedem Heimspiel am Bölle und verkaufen uns die Bratwürste, Pommes und Frikadellenbrötchen. Also bis dahin, Gude und Ciao, euer Colin.